Meteorite werden traditionell oder klassischerweise in sehr viele Gruppen eingeteilt. Die Grundlage für die Einteilung ist deren Gesamtelementzusammensetzung, deren Isotopenzusammensetzung, aber auch petrographische Eigenschaften, wie zum Beispiel, welche Komponenten darin vorkommen und in welchen Häufigkeiten, also CAIs, Matrix, Chondron und so weiter. Oder kommen die Komponenten darin gar nicht vor, zum Beispiel, wenn der Mutterkörper, von dem die Meteoriten kommen, differenziert war. Und dann sind es Eisenmeteorite, die entsprechend keine Gesteinsfragmente mehr enthalten. Über die letzten Jahre und Jahrzehnte wurden ziemlich viele Klassifikationsschemata publiziert von Weisberg, Bischoff, Sascha Kreuth und so weiter. Und ich habe die alle mal genommen und in dieses eine Schema zusammengefasst. Und das Schema ist aufgebaut nach einer Art sechsstöckigem Klassifikationsbaum. Und dazu gehört einmal der Mutterkörper, also der Asteroid, von dem der Meteorit kommt. War der undifferenziert? War der vielleicht in den ersten Stufen eine Art von Differenzierung? Also war schon sehr heiß, aber noch nicht ganz differenziert und dann differenziert. Dann gibt es die Superklassen, dann gibt es die Klassen, Clans, Gruppen und Untergruppen, die sich nach unterschiedlichen Dingen unterscheiden können, nach der chemischen Zusammensetzung, nach der Petrographie und so weiter. Und ich will jetzt mal entsprechend diesen Klassifikationsbaum durchgehen, angefangen mit den undifferenzierten Mutterkörpern. Es gibt drei verschiedene Arten von Mutterkörpern praktisch. Die undifferenzierten sind die ersten. Und das bedeutet undifferenziert, dass die Komponenten in diesen undifferenzierten noch in ihrer ursprünglichen Form vorliegen. Das heißt, die Objekte, die da drin sind, die Chondren, die CAIs, die Matrix und so weiter, wurden in der protoplanetaren Scheibe gebildet. Das bedeutet, wenn wir diese Meteorite untersuchen, gucken wir wirklich die protoplanetare Scheibe an und welche Prozesse darin stattgefunden haben. Deshalb sind die von einem besonderen Interesse. Und das sind alles die Chondrite. Davon gibt es dann mehrere Klassen, die koligen, gewöhnlichen und enstatit-Chondrite. Und dann gibt es hier noch die Romorutis und die Kakangaris. Zu den koligen Chondriten gehören hier die wichtige Gruppe der CI-Chondrite, die gleiche Zusammensetzung wie die Sonne haben, damit repräsentativ für das Sonnensystem sind und auch als Referenz genommen werden, zum Beispiel in der Geochemie. Dann gibt es Clans, zum Beispiel CM, CO. Dazu gehören dann entsprechend die CM und die CO-Gruppe, die gewisse Verwandtschaften haben. Also beispielsweise ist deren Chondrengröße sehr ähnlich. Das könnte eine Verwandtschaft sein. Ebenso die CVCKs als ein Clan und auch der CR-Clan, wozu die CH und CB-Chondrite gehören. Dann gibt es noch Untergruppen, bei den CVs zum Beispiel reduzierte und zwei oxidierte Gruppen A und B. Und auch bei den CBs gibt es noch zwei Untergruppen. Die Buchstaben, also das C steht immer für kolig, hier steht C, das steht für das kolig hier. Und diese Buchstaben stehen immer für einen Typ Meteoriten, bei den koligen Chondriten, ja, also nur bei den koligen. Und diese ganzen Typ Chondriten sind alle hier links aufgeführt, also Iwuna für CI zum Beispiel oder Ornon für CO und so weiter. Nur beim CHs, da steht das H für High Iron. Das ist in Anlehnung an die gewöhnlichen Chondrite, da gibt es nämlich H, L und LL und das steht für High Iron, Low Iron und Low Iron, Low Metal. Und ebenso bei den Endzeit-Chondriten gibt es High und Low Metal. Und wie der Name schon sagt, haben die eben unterschiedliche Anteile an Metall. Ich gehe ansonsten nicht weiter auf die Details hier ein, wie sich die ganzen Gruppen unterscheiden. Dafür gibt es separate Tabellen, wo man alles Mögliche nachschauen kann. Oder man muss hier noch weiter ins Detail gehen. Das soll nur einen Überblick geben, wie die Klassifikation als solche aufgebaut ist. Als zweite Mutterkörpergruppe praktisch die Intermediären. Intermediär heißt in dem Fall, also hier, das sind, oder die werden auch genannt primitive Achondrite. Und diese haben sehr viel Ähnlichkeit zu den Chondriten, aber enthalten eigentlich nicht mehr die Komponenten der Chondrite. Also sind vielleicht in der Frühphase der Aufheizung, aber nicht wirklich differenziert. Also bei den Acapulcoiten und Lodraniten beispielsweise gibt es zum Teil noch Chondron-Fragmente, die man da finden kann. Sehr selten, aber sind vorhanden. Und dann gibt es noch die Vinonaid 1AB und 3CD-Gruppe. Die hat man früher auch, das kommt aus einer Eismeteorit-Klassifikation.
wo die früher dabei waren. Und dann gibt es noch die Uralite und die Brachinite. Auch die Uralite beispielsweise enthalten viel Olivin, viel Pyroxen, sehen ein bisschen aus fast wie ein Kumulator oder sowas, sind auch durch vielleicht Frühphasen von irgendwelchen aufheiznahe Schmelzprozessen oder sowas entstanden, aber halt nicht wirklich differenziert, haben auch Sauerstoffisotopen, die entlang einer Steigung 1 fallen, also massenunabhängig, was alles nicht wirklich zu einer Differenziation oder sowas passt. Deshalb dieser intermediäre Typ. Und dann schließlich noch die differenzierten Meteoriten. Da gibt es dann sehr viele Gruppen, wie man sehen kann. Und das sind hauptsächlich alles Eisenmeteorite. Also die nennt man zunächst mal Achondrite, also nicht mehr primitive Achondrite. Das Primitiv war eben, um die Anlehnung an die Chondrite herzustellen. Und das Achondrit heißt, dass es eben ein, doch kein Chondrit ist wirklich. Und das sind dann tatsächlich differenzierte Objekte. Dazu gehört also sowas wie der Mond. Und der Mond hat selbstverständlich auch sehr viele Untergruppen an Meteoriten oder an Gruppen. Dazu gehört entsprechend der Mars, der auch seine Untergruppen hat, Schergotite, Naklite, Chassignite, die früher auch die SNC-Meteorite genannt wurden und auch heute noch Orthopyroxenite gibt es dabei. Dann gibt es eine Gruppe von HEDs, das sind Eukrite oder Howardite, Diogenite und Eukrite. Und von denen glaubt man, dass sie von Vesta kommen, aufgrund der Reflexionsspektren. Dann gibt es Pallasite, da gibt es Main Groups oder Eagle Station, dann gibt es noch Ungruppierte. Also Meteorite, die sehr viel Eisen haben, dann oftmals einzelne Olivinkörner, von denen man vielleicht denkt, die sind an einer Kernmantelgrenze entstanden. Dann Angrite, Augrite und Mesosiderite sind jeweils einzelne Gruppen, von denen man auch, wo auch Metall und Silikat oftmals vorhanden ist, die auch aber sehr anders aussehen als Pallasite, aber eventuell auch als aus solchen Grenzzonen gekommen sind. Schließlich noch die Eisenmeteorite mit einer großen Menge an Untergruppen, die hauptsächlich unterschiedliche Differenzationsstadien darstellen und anhand von Spurenelementen unterschieden werden und die tatsächlich dann wohl die Kerne von Asteroiden darstellen, also diese Differenzationsprodukte. Und das ist diese traditionelle klassische Klassifikation der Meteorite, wie sie bis heute sehr weit verbreitet verwendet wird.